Stefan von Dort.com. Ich darf euch heute vier zweiflammige Gaskocher aus unserem Sortiment vorstellen. Und natürlich stellt sich zu Beginn erstmal die Frage, wofür brauche ich zweiflammige Gaskocher? Das sind natürlich keine Kocher, die man sich zum Beispiel auf einer Trekkingtour in den Rucksack packt. Dafür sind sie viel zu groß. Erklärt sich, glaube ich, von selber. Ideal sind die für einen Ausflug mit der ganzen Familie, einen Campingausflug, um sich da für viele Leute ein Essen zuzubereiten. Oder alternativ im Wohnwagen oder Wohnmobil, wo eine feste Küche verbaut ist, ihr die aber wettertechnisch nicht nutzen wollt, sondern vielleicht euch das Essen im Vorteil zubereiten wollt. Da ist es eine gute Alternative. Immer beliebter werden The Vanlife oder Minicamper mit festen Ausbauten. Da hat man schon vieles gesehen. Auch da eignen sich diese Kocher sehr gut für. Ja. Welche vier Kocher haben wir heute für euch im Programm? Und zwar ist es einmal der 200S vom französischen Hersteller Camping Gas. Dann haben wir den Anatta Stove von Outwell, einem dänischen Hersteller. Das dritte Modell ist der 2Cook 3 in der Pro Deluxe Variante von Kadak. Kadak kommt aus Südafrika. Und zu guter Letzt haben wir noch den Primus Alica Stove vom schwedischen Hersteller Primus. Kommen wir zum 200S von Camping Gas. Dieses Modell ist 52 cm breit, hat eine Tiefe von 39 cm und im zugeklappten Zustand wie hier hat es eine Höhe von 12 cm. Wiegen tut das gute Teil 5,7 kg. Der Deckel besteht aus lackiertem Stahl und wenn wir den hier vorne öffnen, wird auch schon der Blick auf das Innere freigegeben. Als nächstes lassen sich die beiden Windschutzbleche zur Seite aufklappen und mit dem Deckel arretieren. Die Brennerbasis selbst besteht aus Edelstahl und die beiden verchromten Topfauflagen lassen sich zum Reinigen locker rausnehmen und auch wieder einsetzen. Beide Brenner haben eine Leistung von je 2100 Watt und der Gasstrom lässt sich hier vorne über den Druck- und Drehregler einstellen. Das Gerät hat keine integrierte Piezozündung, hier muss ich also über ein Feuerzeug die Gasflamme entfachen. Die Versorgung dieses Geräts funktioniert über den mitgelieferten 80 cm langen Schlauch und lässt sich nur an eine Gasflasche anschließen. Schraubkartuschen sind hier leider nicht für vorgesehen. Verbrauch von diesem Gerät ist vom Hersteller angegeben mit 150 Gramm die Stunde pro Brenner. Das ganze Gerät liegt mit einem UVP von 119 Euro im unteren Segment. Kommen wir als nächstes zum Anatta Stove von Outwell. Dieser Kocher ist 54 cm breit, hat eine Tiefe von 31 cm und ist im zugeklappten Zustand 10 cm hoch. Auch hier lässt sich an der Front über den Clip das ganze Teil öffnen und gibt den Blick auf das Innere frei. Die Windschutzbleche lassen sich auch hier seitlich hochklappen und mit dem Deckel arretieren. Brennerbasis und Topfauflage, die hier komplett durchgängig ist, sind aus Edelstahl. An der Front haben wir auch hier jeweils die beiden Drehregler für den Gasstrom. Und dieses Gerät hat zwei integrierte Piezozündungen, die sich hier vorne über den roten Knopf zünden lassen. Die Brennerbasis haben wir angesprochen aus Edelstahl. Dem ganzen Ding liegt ein Gasschlauch, Versorgungsschlauch noch mit bei. Dieser ist auch mit Edelstahl ummantelt und hat hier sogar eine Besonderheit, nämlich die automatische Sicherheitsabschaltung. Sollte der Gasstrom hier mal durch einen Windstoß ausgehen, schaltet das Gerät automatisch ab. Die beiden Brenner haben eine Leistung von je 3500 Watt. Die Versorgung, wie gerade gesehen, über den Gasschlauch, Anschlussschlauch für eine Gaskartusche mit der Norm EN 417. Der Verbrauch ist vom Hersteller angegeben mit 255 Gramm die Stunde und der UVP von diesem Gaskocher liegt bei 127,95 Euro. Das nächste Modell, was wir euch vorstellen wollen, ist der 2Cook 3 Pro Deluxe. Hier in einer 50 Millibar Variante. Der Kocher ist 55 cm breit, hat eine Tiefe von 31 cm und ist im zugeklappten Zustand 9 cm hoch. Das gute Stück wiegt 5,7 Kilo.
Eine Besonderheit im Gegensatz zu den anderen Kochern ist hier das Gehäuse bzw. der schwarze Sockel. Der besteht nämlich aus einem Nylonmaterial. Auf der Vorderseite über den Klippen lässt sich bequem der Deckel öffnen und gibt den Blick auf die Brennerbasis frei. Brennerbasis besteht aus Edelstahl. Auf beiden Brennern stehen emaillierte Topfständer, die sich bequem rausnehmen lassen und Gummifüße auf den Unterseiten haben. Pro Deluxe haben wir hier schon eine Besonderheit, und zwar den herausnehmbaren Kaffeekannenständer. Setze ich den auf, habe ich hier die Möglichkeit, selbst kleinste Espressokannen auf den Brenner zu stellen und die kippeln nicht irgendwie rum oder gelangen in den Brenner selbst hinein. Auf der Vorderseite haben wir Druck-Drehknöpfe, heißt, ich muss den Knopf erst reindrücken und kann ihn erst danach aufdrehen und den gewünschten Gasverbrauch einstellen. Ganz praktisch, wenn Kinder irgendwie drumherum springen, wird da nicht versehentlich das Gas aufgedreht. Neben den beiden Reglern habe ich jeweils den grauen Druckknopf für die Piezo-Zündung. Zur Seite liegen hier noch zwei Windschutzbleche. Diese kann ich seitlich einfach einstecken und ergeben zusammen mit dem Deckel einen geeigneten Windschutz. Der Gasanschluss erfolgt hier über einen nicht mitgelieferten Gasschlauch. Hier muss ich natürlich gucken, habe ich die 50 oder 30 mm Variante des Kochers und brauche dann noch den passenden Schlauch. Hier für Schraubkartuschen. Das Ganze gibt es auch wahlweise für den Anschluss an Gasflaschen. Beide Brenner haben hier jeweils eine Leistung von 2200 Watt. Der Verbrauch ist mit 160 Gramm die Stunde pro Brenner angegeben. Zu der Pro Deluxe Variante gehören noch diese beiden Grillplatten. Einmal in der flachen Variante und einmal in der geöffneten Variante. Auch hier ist noch ein abnehmbarer Griff mitgeliefert. Die Besonderheit dieser Grillplatten ist die Green Grill Keramikbeschichtung. Diese ist härter als normale Antihaftbeschichtungen und widerstandsfähiger gegen Hitze oder hohe Temperaturen. Beide Platten sind PFTE oder PFOA frei. Diese lassen sich, wenn ich einen Topfständer runternehme, auch ganz bequem genau an dieselbe Stelle draufstellen. Das funktioniert natürlich auch mit beiden Platten nebeneinander. Was ebenfalls zu dem Pro Deluxe Set gehört und sonst keiner der vorgestellten Kocher dabei hat, ist die Aufbewahrungstasche. Hier kann ich ganz bequem die Grillplatten unten reinlegen, den Kocher zumachen, oben drauf stellen, die Lindbleche verstauen und auch den Griff. Der letzte Kocher, den wir euch heute in diesem Video vorstellen, ist der Alica Stove von Primus. Das gute Stück ist 60,6 cm breit, hat eine Tiefe von 27,3 cm und ist im zugeklappten Zustand 7,8 cm hoch. Wiegen tut das gute Stück 4,7 Kilo. Das elegant ausschauende Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss und die edle Optik wird durch die drei Eicheleisten, die auf dem Deckel angebracht sind, noch unterstützt. Öffnen lässt sich der Deckel an den beiden Riegeln seitlich und auch hier gibt es nach dem Öffnen den Blick auf die Brennerbasis frei. Topfschale besteht aus Edelstahl und die herausnehmbare Topfauflage besteht aus emailliertem Stahl. Beide Brenner haben hier unterschiedliche Leistungen. Der kleinere Brenner hat eine Leistung von 3000 Watt, der größere von 3900 Watt. Die Versorgung funktioniert hier über den angebauten Schlauch. Ich drehe den Kocher gerade mal um. Auf der Unterseite. Hier unten den Bügel hochmachen und schon lässt sich der Anschlussschlauch rausnehmen. Hier vorgesehen aktuell für den Anschluss an eine Gasschraubkartusche. Ich kann das ganze Ding aber mit dem mitgelieferten Werkzeug noch umschrauben und dann lässt sich auch eine 5 oder 11 Kilo Flasche anschließen. Packen wir das ganze Modell nochmal auf. Dann haben wir hier hinten integriert im Deckel die beiden Windschutzbleche. An der Topfauflage haben wir dazu zwei Bügel, die ich ausklappen kann und die den Windschutz arretieren. Auch hier haben wir auf der Vorderseite
zwei Drehregler, über die ich den Gaszufluss zu den einzelnen Brennern steuern kann. Und auch hier pro Seite je eine Piezo-Zündung. Eine Besonderheit bei diesem guten Stück ist der Deckel an sich. Ich klappe ihn gerade nochmal zu, denn der Deckel lässt sich über die beiden Messingknöpfe hier hinten an den Seiten lösen. Und ich kann den Deckel zur Seite stellen. Primus spricht da von einem 360-Grad-Kocherlebnis. Ich kann rund um den Kocher agieren. Und die Besonderheit, habe ich heiße Töpfe auf dem Gaskocher stehen, die ich zur Seite stellen will, kann ich die direkt vom Kocher runterstellen und kann die auf den Deckel stellen. Verbrauch von den Brennern ist mit 190 Gramm die Stunde angegeben und der UVP von dem guten Stück liegt mit 304,95 Euro schon um einiges höher als die anderen vorgestellten. Die Hersteller geben ja gerne bei ihren Angaben an, wie lange der jeweilige Kocher braucht, um 1 Liter Wasser zum Kochen zu bringen. Das wollten wir euch nicht einfach in Zahlen oder Worten wiedergeben, sondern wollten das anhand von einem kleinen Testlauf euch direkt hier im Video zeigen. Dazu werden wir gleich jeweils einen Brenner starten. Dann komme ich rum, stelle die Töpfe drauf, die beide mit jeweils 1 Liter Wasser gefüllt sind und wir starten den Timer. Kommen wir zum Schluss noch zu einem kleinen Fazit. Der 200S von Campinggas verfügt über das größte Kochfeld von allen 4 vorgestellten Produkten. Der Kocher hat leider keine integrierte Piezo-Zündung. Der Anatostove von Outwell hat eine durchgängige Topfauflage und verfügt über eine Piezo-Zündung für beide Brenner. Der TwoCook 3 von Kadak, hier in der Pro Deluxe Variante, da ist natürlich speziell hervorzuheben, das Pro Deluxe Set bestehend aus dem extra Kaffeekannenaufsteller und den beiden integrierten Kochplatten. Die sind bei anderen Modellen dieser Reihe nicht integriert. Und zu guter Letzt, der Primus Alica Stove hat von allen die edelste Optik und hier natürlich nochmal besonders zu erwähnen, der abnehmbare Deckel. Ansonsten hoffe ich, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können für euch. Solltet ihr euch vielleicht für eins der Produkte entscheiden, konnten wir euch mit diesem Video vielleicht eine kleine Hilfestellung geben. Alle 4 Produkte findet ihr verlinkt auch nochmal in der Videobeschreibung. Ich selber hatte im Vorfeld die Möglichkeit, den Kadak und den Alica Stove von Primus zu testen. Beide Testberichte verlinken wir euch auch nochmal in der Videobeschreibung. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn euch das Video gefallen hat, über einen Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video.